Ich gehe mal hier rein. Achso, das ist dieses, genau. Zu sehen, dass wir Oedos Schloss nicht betreten können, ist es das Einzige, was hier gerade geschieht. Wir haben herausgefunden, dass es etwas Neues bezüglich Goemon gibt. Moment, was? Okay. Hier kann ich nicht rein. Ah, schade. Gut, dann sehe ich mich noch einmal hier um. Lauf! So. Irgendwo muss ja jemand sein, der uns ein Training unterziehen kann. Du? Jemand Neues ist in ein Haus nebenan gezogen, aber er hat das Innere in einem seltsamen Weg neu aufgebaut. Du solltest mal selbst vorbeigehen und nachsehen. Okay. Also sprich hier nebenan, meinst du? Ja, es sieht interessant aus. Ich finde es aber schick. Wenn ich ehrlich bin. Also hat es schon ziemlich gut, ja, aufgebaut. Gut, dass du hergekommen bist. Dies ist das Muskeltrainings-Fitnessstudio, wo du trainieren kannst, um Muskeln zu entwickeln. Wenn du einmal mit dem Training fertig bist, sollte es dir möglich sein, Metallboxen zu schieben. Bist du bereit, mit deinem Training zu beginnen? Dann lass uns anfangen. Alles klar. Lass mich dir das Trainingsfitnessstudio zeigen. Also dann, lass mich erklären, wie das Training verläuft. Einige Oyakatas, Oyakatas werden aus den Löchern um dich herum rauskommen. Für eine bestimmte Zeit musst du sicher sein, dass der Ballon nicht zerplatzt. Oha. Und du machst das, indem du Metallboxen auf die Oyakatas schmeißt. Ziele mit deinem Kontrollstick und werf die Metallboxen mit dem B-Knopf. Versuch dein Bestes, um den Ballon davon abzuhalten, dass er zerplatzt. Auf die Plätze, fertig! Start! Okay. Ach so, ich verstehe. Diese Ballons. Oh Mann. Schnell! Feuer frei! Attacke! Oh, das war ein bisschen schief. Nein, nein, nein! Nein! Okay, das war schon mal nicht gut. Darf ich es nochmal versuchen? Das war zu schlecht. Versuch es noch einmal. Und damit soll man Muskeln kriegen? Okay. Seltsames Training für Muskeln. Gut, die Metallboxen sind wahrscheinlich nicht sehr leicht zu heben. Willkommen zurück, Sinas. Nein, wir brauchen keine weitere Einweisung. Los geht's! So, ich habe aber eine Menge Zeit, um das hinzukriegen. So, geht zurück. Der hier kommt raus. Der auch. Oh, shit. Nein, bleib zurück. Ich verstehe, ich muss öfter treffen. Ja, das funktioniert. Das Lied macht schon Bock. Oh, shit. Das ist nicht so einfach. Das über 90 Sekunden durchzuhalten. Oh, das wird echt knifflig. Egal. Alle guten Dinge sind drei, ne? Deswegen, jetzt rocken wir's.
So, wo kommst du raus? Hier. So, bleib unten. Da kommt er raus. Oh, hier auch. Heieiei. Der ist auch schon wieder sehr weit oben. So, der ist unten. Vergiss es. Bleib unten. Einfach mal blind drauf loswerfen. Das scheint, glaube ich, auch gut zu funktionieren. Ich versuche diese Strategie mal. Zumindest bleiben wir jetzt erstmal größtenteils unten, ne? Das sieht gerade schon sehr gut aus. Das könnte diesmal klappen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Diesmal könnt ihr mich mal. Okay, der ist weg. Oh, nein, bleib weg. Sehr schön. Der kommt raus. Und wir haben es geschafft. Yes. Sag ich doch, alle guten Dinge sind drei. Gut gemacht. Nun kannst du dich selbst Muskelmann nennen. Goemon bekommt den plötzlichen Einschlag. Magische Kräfte. Indem du ein bisschen Geld konsumierst, wird es dir möglich sein, schwere Dinge für einen bestimmten Zeitraum zu verschieben. Des Weiteren, während die magische Kraft aktiv ist, hast du doppelte Angriffskraft. Jedoch, sei vorsichtig. Der Schaden von Gegnern wird sich auch verdoppeln. Eieiei. Okay, ich weiß noch in etwa, wo dieser Metallbox war. Die ich jetzt dann verschieben kann. Ich muss den Weg nur dahin nochmal finden. Das wird jetzt das größere Problem. Aber gut, ich denke mal, das werden wir auch noch finden. Ich gehe mal hier lang. Und dann da oben durch das Tor. Das müsste eigentlich der Weg sein. Hoffe ich. Ich werde es ja sehen, wenn ich falsch liege. Wo führt dieser Weg hin? Oido-Schloss Haupttor. Dann bin ich hier falsch. Genau. Zurück. Ah, scheiße. Ich will nochmal zu diesem Meeresbereich kommen. Weil da kann ich mich nämlich echt noch an diese eine Metallbox erinnern. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich da hinkomme. Das muss ich jetzt echt erst nochmal suchen. War es echt hier? Könnte, glaube ich, tatsächlich hinkommen, ne? Nee, das ist der Weg. Scheiße. In dieser Stadt zurechtzufinden ist nicht so einfach.
Aber viele Optionen gibt es jetzt nicht mehr, also werde ich früher oder später den Weg noch finden. Na komm her, Taschendieb. Du kriegst mein Geld nicht. Weg. Jetzt bin ich wieder hier. Ach Gott. Das gibt's doch nicht. Dass man sich so in der Stadt verlaufen kann. Das hier wäre jetzt noch die letzte Option, die wir haben. Ja, genau. Musashi. Und da drüben haben wir ja die Metallbox. So. Da ist sie. Gut, dann würde ich sagen, mit oben, ne? Okay. Super Saiyajin Goemon. Alles klar. Ah, wie geil ist das denn? Das ist aber wirklich aus, so wie er Kraft sammelt. Wie geil ist das denn? Kann man das auch zurückmachen? Nee, ne? Oh. Ich wollte das nochmal machen. Um das von vorne mal zu sehen. Das ist cool. Einfach mal Super Saiyajin Goemon. Ich muss die Box da rüber schieben. Oh, jetzt ist es weg. Okay, nochmal. Jetzt aber diesmal von vorne. Das ist cool, ey. Warum Konami? Ey. Bring die einfach mal Super Saiyajin Goemon, ey. Jetzt habe ich alles gesehen. Tunnel des Nordostens. Okay. Die Gegner sind wirklich brutal. Oh, scheiße. Da drüben gibt es Essen. Gut, dann gehe ich dafür nicht extra runter. Scheiße, lass mich durch. Tunnel nach Nordosten. Nummer 2. Ich will mich hier mal ein bisschen umsehen, weil vielleicht finde ich noch Glückskatzen. Sieht jetzt aber hier in dieser Ecke zumindest nicht danach aus, oder? Doch, dein ist was. Jo, die kommt mit. Dankeschön. Ja, noch drei weitere zu finden, wird nicht einfach. Oh, jetzt habe ich die Karte ausgemacht. Oh, wir dürfen ja schwimmen. Oder ich gehe einfach mal oben rum. So, hops, hops. Aber interessante Soundkulisse, muss ich sagen. Ich komme mir hier vor wie in der Tropfsteinhöhle. Na komm, Essen nehmen wir mit. Das schrie schon förmlich nach mir. Oh nein. Der auch. Der hat Hunger. Schwimm, Goemon, schwimm. So, nochmal nach oben.
Diesmal wollen wir aber den Ausgang hier nehmen. Das ist noch kein Ausgang. Na, hier schon wieder. Ja, danke fürs Essen. Ist das ein Schalter? Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Na gut, wenigstens treffen mich die Gegner da unten nicht, aber ich muss trotzdem aufpassen, wo ich entspringe. Sonst darf ich den ganzen Weg nochmal latschen. Muss ich aber nicht. Sehr schön. Mutsu. Oh, hier ist es aber wirklich verschneit. Ja, wo gehen wir jetzt am besten lang? Hier wäre auf jeden Fall ein Weg in eine Stadt. Nee, Usen-Tunnel. Wie viele Tunnel gibt's denn hier? Ich habe so das Gefühl, zu viele. Um sie einfach mal alle abzählen zu können. Ich wäre aber ehrlich gesagt erstmal froh, wenn ich eine Stadt finde. Weil dann wüsste ich, dann kann ich mich jederzeit dahin flattern lassen. Mit meinen tollen Drachen. Nico, Wasserfall von Kegon. Wasserfall von Kegon. Legenden besagen, dass diejenigen, die erfolgreich zur Spitze schwimmen. Nee, Moment. Doch. Legenden besagen, dass diejenigen, die erfolgreich zur Spitze dieses Wasserfalls schwimmen, eine Meerjungfrau werden können. Es mag allerdings für dich noch ein bisschen zu früh zu sein, um es zu schaffen. Ja, toll. Sehr beruhigend. Ja, dann gehen wir erstmal weg, wenn das noch nicht geht. Und notfalls können wir ja nochmal den guten Plasma fragen. Der weiß ja immer Rat. Aber erstmal schaue ich mal, ob ich einen Weg in der Stadt finde. Damit wir uns erstmal aufwärmen können oder so. In dieser eisigen Gegend hier. Ich laufe falsch. Na, vergiss es. So. Yo. Wir haben Mutsu das Festivaldorf erreicht. Das ist das Festivaldorf Mutsu. Selbst der kälteste Schnee wird weggeblasen durch unsere brennende Energie. Wir blasen die Kälte weg mit unserer Festivalkraft. Dann seid ihr ja wirklich sehr gut aufgestellt. Festivals reflektieren das Herz und die Seele von Japan. Wenn dein Blut nicht schnell kocht, schlägt. Oder dein Körper nicht tanzt. Kannst du dich nicht als Japaner bezeichnen? Ja, die Feste sind wirklich cool. Kann ich definitiv bestätigen, weil habe ich vor 5 Jahren auch halt gesehen, die Sommerfeste. War auf jeden Fall auch sehr schön anzusehen. Aber ich würde sagen, ich trage jetzt hier definitiv erstmal ins Tagebuch ein. Ja. Setzen wir einen Stempel. Und würden sagen, dass das auch zumindest mit Goemon jetzt erstmal soweit heute reicht. Und ja, sage an dieser Stelle, wir machen beim nächsten Mal auf jeden Fall an dieser Stelle dann weiter.
und werden uns ja in Mutsu dann auf jeden Fall mal genauer umsehen und gucken, ob wir ja Omitsu noch retten können und so. Das alles erfahren wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Deswegen sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.